Herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Ich zeige euch heute, wie ich Bruschetta mache. Dazu braucht ihr ein Ciabatta-Brot, 5 Fleischtomaten, 3 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, 3 Esslöffel Olivenöl und Salz und Pfeffer, gegebenenfalls Basilikum. Die Tomaten erstmal vom Grün befreien, waschen, dann in sehr kleine Stücke schneiden. In eine Schüssel geben. Und dann kommen wir zu den Zwiebeln. Die erstmal schälen. Ich habe da meine eigene Technik und auch wie die Tomaten in kleine Stücke schneiden. Dann kommen die Zwiebeln auch zu den Tomaten in die Schüssel. Und wir kommen zum Knoblauch. Am besten mit einem Messer quer drüber drauf drücken, dann lässt er sich gut schälen. Beide Seiten abschneiden und den Knoblauch pellen. In die Knoblauchpresse geben und zu den Tomaten und Zwiebeln in die Schüssel dazu pressen. Kommen wir zum Würzen. Wir brauchen wieder Salz und Pfeffer. Geben gut was in die Schüssel. Da am besten kurz abschmecken. Dann ca. 3 Esslöffel Olivenöl mit dazugeben. Und den Basilikum klein hacken. Der kommt dann auch in die Schüssel dazu und dann gut rumrühren, dass alles verteilt ist. Dann schneiden wir das Brot, am besten diagonal, dass wir eine große Auflagefläche haben. Ölen das Brot von einer Seite. Dann kommen die Scheiben in den vorgeheizten Pfanne. Noch die zweite Seite ölen. Und goldbraun braten. Brotscheiben dann auf die vorbereitete Platte legen. Und mit der Tomaten-Zwiebel-Mischung bestücken. Ist die Vorspeise schon fertig? Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und gebt gerne Feedback unter meinem Video. Am
Am Ende von meinen Videos seht ihr immer mein Rezept mit allen zusätzlichen Angaben, die ihr braucht.